guck mal, ich kann andere Musik mit der Trommel machen. Guck, ich kann andere Musik machen mit der Trommel, Mama. Über die Jahre nach der Grundschule habe ich die Marktschule, Hauptschule besucht. Da dann noch meinen Kollegen, besten Freund, Memo kennengelernt. Und je älter man wurde, desto mehr Kontakt hatte man. Und so wie in guten, auch in den schlechten Zeiten, definitiv immer füreinander da gewesen. Memo war sowieso immer einer, der, egal wo ich war, wo ich gearbeitet habe, in den ganzen Gastronomen in Bielefeld fast, war er immer dabei, immer privat, dass er vorbeigekommen ist, sich Tische reserviert hat. Man war immer im Gespräch, ich habe immer wieder gesagt, ey, ich habe einen neuen Job. Natürlich hieß es dann auch Aslan Venom und schon wieder neu, du kommst überall rein und so. Ja, und nächsten Tag bin ich in einem Probetag bei Taxbäume unten am Arbeiten, klingelt das Handy, ruft er mich an, sagt er, welchen Posten machst du denn gerade? Habe ich gesagt, ja, ich mache den Fleischerposten, ne? Hat er gesagt, Tamam, ich bestell da und gib guten Kompliment, obwohl du das auch so machst, ne? Natürlich kam auch natürlich das Kompliment von der Servicekraft direkt an die Küche rein, ne? Ja, und meinten, Tisch 17 ist sehr zufrieden und ich wusste natürlich, während Tisch 17 sitzt. Nichtsdestotrotz auch die anderen Tische natürlich, aber eher nochmal, um den Unternehmen auch zu zeigen, hier, ihr habt einen guten. Was er immer gesagt hat, ich weiß, warum du so viele Betriebe wechselst, weil keiner hat dich zu schätzen, keiner sieht das, was du kannst. Und das war immer das, wo ich immer gesagt habe, dass einer der Freunde, der einen versteht, einer, der etwas sieht. Man kann nicht zu jedem sagen, ob man Brot hat oder nicht. Aber zu ihm konnte man immer wieder gehen und sagen, egal ob das das Finanzielle war, ob das das Private war. Er war immer einer, der neben einem Schwachen gegenüber dem Stärkeren immer wieder stand. Und das hat man heutzutage nicht immer, beziehungsweise kaum. Weil der Mensch kommt wie ein Mensch auf die Welt, aber vergisst wie ein Mensch zu leben. Und das ist der Unterschied, egal in welche Situation und Position. Und, er hat mir immer wieder geholfen. Er hat nicht einmal seine Tür gegenüber mir zugemacht. Immer wenn ich seinen Adventure mitgenommen habe, dann war alles gut. Was ich zuletzt in Erinnerung habe, ist, ich habe bei Restaurant Colon gearbeitet, da hat er mich gefragt, ey, ich habe voll Bock auf Paella, kannst du mir das machen? Und das Gericht müssen wir immer einen Tag vorher bestellen, damit alles natürlich ankommt. Und er meinte irgendwie, ich habe keine Zeit dafür. Habe ich noch geschrieben gehabt, ey, wir sind doch da, egal, dann mache ich das nächsten Monat. Eins, was ich sagen kann, ist, dass ich bereue, dass ich das nicht gemacht habe, weil die Zeit ist anscheinend nicht so lange. Thank you.
unsere Freundschaft ging über 16 Jahren. So viel Brot geteilt, so viel Brot gegessen, das kann man einfach nicht vergessen. Das tut einem also, ich kann das immer wieder sagen, dass ich froh war, so einen Freund zu haben und so einen Freund zu haben, immer noch. Ich habe den immer noch da, oder? Jeter Mess. Der ist auch nicht gestorben, der hat sich hingelegt. Dafür aber sehr viel aufgeweckt.